Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel und natürlich auch auf meiner Instagram-Seite. Ihr schreibt mich so oft an und sagt immer, wo kann ich ein Praktikum machen? Kann ich bei dir ein Praktikum machen? Wie kann ich im Automobilsegment rein? Und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich mich mit gewissen Autohäusern zusammengetan, unter anderem Autohaus Vollmann, Toyota in Landshut. Okay, genau, richtig. Ich habe lange mit Patrick telefoniert und eine Sache muss ich euch jetzt sagen, es ist kein Werbevideo, definitiv nicht. Ich möchte nämlich jungen Menschen eine Chance geben, einen Ausbildungsplatz hier zu beginnen. Okay? Und zwar habt ihr die Chance, ab 1.2. eine Praktikumsstelle als Kfz-Mechatroniker hier anzufangen. Und wenn ihr uns beweist, dass ihr es drauf habt und dass ihr pünktlich seid, dass ihr das wollt, okay, habt ihr die Chance, ab 1.9.2022 hier eure Ausbildung als Kfz-Mechatroniker zu beginnen. Genau. Und ich habe lange mit Patrick gesprochen und habe gesagt, Patrick, wenn die Bewerbungen reinkommen und wenn im Zeugnis vielleicht mal ein 5, ein Ausrutscher ist oder sowas, kannst ein Auge zudrücken. Und dann meint er, okay, komm, wenn bei der Praktikumsstelle uns bewiesen wird, dass alles passt, sind wir dabei, oder? Genau so ist es. Wir haben darüber gesprochen, Zeugnis ist schön und gut, aber wir suchen Leute, die richtig, richtig Bock haben, diesen Job zu machen. Mhm. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon ein paar Mal jetzt darüber philosophiert, es genau. ist einfach der Eintritt für alles, was danach kommt. Genau, genau. Mir ist es wichtig, dass ihr die Chance habt, eventuell, wenn ihr sagt, ich habe gar keine Perspektive mehr, wir bieten euch eine Perspektive, okay? In Landshut, ganz wichtig, hier die Ausbildungsstelle zu bekommen, vorher 3 Monate Praktikum. Ich bin bei den Vorstellungsgesprächen auch dabei. Die Bewerbung schickt ihr hier hin. Hier ist eine E-Mail-Adresse, okay? Dann werden wir euch einladen und wenn alles passt, könnt ihr ab 1.2. hier beginnen. Wer ist noch dabei beim Vorstellungsgespräch? Unser Werkstattleiter okay. und ich. Okay. Und natürlich auf ja. das war es nämlich absolut frei, dass du auch dabei bist. Ja, sehr cool. Wir machen das zu dritt. Lasst euch überraschen, welche Fragen von meiner Seite aus kommen. Also, mitmachen. Ciao.